Frau Leukefeld, Sie sind eine der ganz wenigen Journalistinnen, die regelmäßig aus Syrien berichten und Land und Leute gut kennen. Sie waren jetzt 2 Monate gerade in Syrien nochmal, sind vor wenigen Tagen erst zurückgekehrt. Wo genau waren Sie und wie war Ihr Eindruck von der Situation vor Ort? Ich war in Damaskus. Ich konnte im Land reisen, was ich Anfang des Jahres, also im März, April, nicht gut konnte. Ich war in Sueda an der Grenze zu Jordanien. Ich war in Latakia, das ist oben an der Grenze zur Türkei. Und ich war in Hama. Mein Eindruck ist, dass die Bevölkerung sehr besorgt ist. Sie ist sehr besorgt, dass es zu noch mehr Gewalt kommt, dass eine militärische Intervention möglicherweise geplant ist. Sie ist auch sehr besorgt über die große Zahl von Toten bei den Auseinandersetzungen innerhalb des Landes. Und man hofft auf einen friedlichen Weg, auf einen Dialog und man hofft natürlich auf Reformen, aber man hat den Eindruck, dass die Akteure, die eigentlich das transportieren müssen und durchführen müssen, nicht wirklich daran interessiert sind, sowohl von der Seite der Opposition als auch von der Seite des Regimes. Und so befindet man sich in einer Sackgasse. Bashar al-Assad ist seit 2000 syrischer Präsident und galt mal als Reformer. Um was für Reformvorhaben handelt es sich dabei eigentlich und was ist aus diesen Reformvorhaben geworden jetzt? Ja, es ist eigentlich eine tragische Entwicklung, muss man sagen. Bashar al-Assad war ja gerade mal 36 Jahre, als er das Amt übernommen hat, nachdem sein Vater starb. Er ist Augenarzt und hat, glaube ich, für sich selber keine politische Karriere geplant. Sein Bruder, der eigentlich als Nachfolger vorgesehen war, das kann man natürlich kritisieren, also dass man eine Familienstruktur nimmt, um so einen Staat zu führen. Aber sein Bruder war als Nachfolger vorgesehen und er starb bei einem Verkehrsunfall und so musste Bashar al-Assad also praktisch dort das Amt antreten. Er hat sofort bei seiner ersten Rede damals gesagt, dass sich sehr viel ändern muss im Land. Das Land sollte sich öffnen, die Leute sollten mehr beteiligt werden, die Bevölkerung hat er aufgerufen, über Veränderungen zu sprechen. Eine neue Verfassung sollte diskutiert werden. Es haben sich dann Diskussionszirkel gebildet. Der sogenannte Damaszener Frühling begann. Man diskutierte über eine neue Verfassung, über ein neues Gesetz für Parteienbildung, über Fragen der Zivilgesellschaft. Nichtregierungsorganisationen entstanden, damit die Bevölkerung sich eben halt auch wirklich an der Veränderung des Landes beteiligen konnte. Immer noch unter ziemlich restriktiven Vorzeichen, aber es entwickelte sich etwas. Durch verschiedene Umstände, Krieg im Irak, Unsicherheit in Libanon, der Mord an Hariri im Libanon, der Krieg im Libanon, der Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen, alles das hat diese Reformprozesse gestoppt, weil man in Syrien alles, was sich draußen herum entwickelt, also direkt als eine Gefährdung des eigenen Systems und des eigenen Regimes auch wahrnimmt. Und bei diesen Ereignissen um das Land herum trat also sozusagen der Reformprozess zurück oder wurde zurückgedreht, auch durchaus gewaltsam mit vielen Inhaftierungen. Und die Sicherheitskräfte traten in den Vordergrund, die Geheimdienste, die militärischen Strukturen. Das hat Assad jedes Mal geschwächt. Er hat am Anfang große Zustimmung gehabt, aber mit jedem Rückschritt sozusagen hat diese Zustimmung abgenommen. Man hat sich gefragt, meint er es eigentlich ernst mit den Reformen? Und so ist auch zu bewerten, was er jetzt Anfang dieses Jahres, also 2011, gemacht hat. Er hat ja umgehend alle Reformen auch umgesetzt. Er hat sie als Gesetze
verabschiedet, die Aufhebung des Ausnahmezustandes, der über 40 Jahre in Kraft war. Er hat ein Parteiengesetz verabschiedet, ein neues Wahlgesetz. Er hat viele Gouverneure ausgetauscht. Er hat ein neues Administrativgesetz für die Provinzen erlassen. Er hat ein neues Mediengesetz veranlasst, was diskutiert wurde. Er hat für einen transparenten Diskussionsprozess gesorgt. Alles das hat er innerhalb kürzester Zeit veranlasst. Aber es hat nicht die Wirkung erzielt, die er sich erhofft hat, weil auf der anderen Seite eben halt der Konflikt eskaliert ist, bewaffnete Auseinandersetzungen, eine bewaffnete Reaktion auch des Regimes herausgefordert hat, sodass man nun auch meint, er meint es nicht wirklich ernst mit den Reformen. Wie ist die Oppositionsbewegung in Syrien aufgestellt? Die ist ja vermutlich recht breit. Wie ist sie politisch, inhaltlich aufgestellt? Wie ist sie zusammengesetzt? Und wie ist die Exil-Opposition aufgestellt? Und inwiefern hat die einen Einfluss wirklich auf das Geschehen in Syrien auch, auf das Oppositionsgeschehen? Also innerhalb des Landes gibt es sehr viele verschiedene Oppositionsansätze oder Gruppen. Die bekannteste ist sicherlich die Muslimbruderschaft, eine islamisch, also sunnitisch-islamische Organisation, die man in allen arabischen Ländern findet. Sie wird stark von Saudi-Arabien unterstützt. Sie ist verboten in Syrien. Es gibt Oppositionelle innerhalb der Baath-Partei, die eine Veränderung der Partei fordern, die eine neue Verfassung fordern. Es gibt Oppositionelle innerhalb des Parlaments, unabhängige Abgeordnete, die eine Veränderung fordern. Es gibt ja eine sogenannte Nationale Front aus 6 sozialistischen und kommunistischen Parteien, die zusammen mit der Baath-Partei auch die Regierung führen und im Parlament sind. Aus diesen Parteien gibt es massive Kritik am Regime. Man fordert Veränderungen und Reformen. Aus diesen Parteien heraus werden auch Teile der Proteste auf den Straßen organisiert. Und es gibt eine Oppositionsbewegung, die meisten von ihnen sind auch Kommunisten, die viele Jahre auch im Gefängnis verbracht haben, die man vielleicht unter dem Namen lokale Koordinationskomitees subsumieren kann, die auch schon lange Reformen im Land fordern und jetzt auch die Proteste in Syrien am Anfang unterstützt haben, sich aber zurückgezogen haben, nachdem also die gewaltsamen Auseinandersetzungen zu stark geworden sind auf den Straßen. Bis auf die Muslimbruderschaft, die ich am Anfang erwähnt habe, ist die syrische Opposition für einen Dialog unter bestimmten Voraussetzungen. Die Voraussetzungen sind, dass die Gewalt eingestellt wird auf den Straßen, dass die Armee sich zurückzieht und dass die Gefangenen aus den Protesten der letzten Wochen und Monate freigelassen werden. Ich habe eine Gruppierung noch vergessen. Es gibt natürlich einen großen Teil von Kurden in Syrien, die sich auch, also 12 kurdische Organisationen haben sich zusammengeschlossen. Sie wollen Veränderungen im Land, wenden sich aber gegen jede ausländische Einmischung, wie auch die vorherangenannten Oppositionsgruppen. Und sie beteiligen sich an Protesten oder organisieren auch Demonstrationen. Aber von diesen Gruppen, auch von den Kurden, hört man nie, dass das Regime fallen muss. Sie wollen einen friedlichen Übergangsprozess mit Vertretern des Regimes, die eben halt was dazu führen soll, dass es dann eine pluralistische Gesellschaft gibt, ein parlamentarisches Staatssystem mit einem Präsidenten, der einmal wieder gewählt werden kann und dann also nach einer Amtszeit von 12 oder 14 Jahren nicht mehr antreten kann. Die ausländische Opposition besteht aus der Muslimbruderschaft. Sie besteht aus vereinzelten kurdischen Organisationen,
aus Exilsyrern, die seit vielen Jahren im Exil leben und entweder in den USA oder in Westeuropa. Einzelpersonen eigentlich, Intellektuelle, Rechtsanwälte teilweise. Und die haben sich nach mehreren Anläufen zu dem sogenannten Syrischen Nationalrat zusammengeschlossen. Der gründete sich in Istanbul in der Türkei, wird stark von der Türkei unterstützt, auch vom US-Außenministerium, das ist bekannt, also es ist keine Vermutung, und wird auch stark unterstützt von Frankreich. Diese Opposition ist gegen einen nationalen Dialog, wie er von den Oppositionskräften innerhalb des Landes gefordert wird. Teile dieses syrischen Nationalrates sind eindeutig auch für eine ausländische Intervention. Man nennt das heute also die Einrichtung einer No-Fly-Zone, also einer Flugverbotszone, eines sogenannten humanitären Korridors oder eine Pufferzone soll eingerichtet werden im Norden des Landes. Hinter diesen Begriffen sind aber so oder so militärische Interventionen zu vermuten und das wird also innerhalb des Landes abgelehnt. Begriffe wie Flugverbotszone und humanitärer Korridor erinnern tatsächlich an, nicht nur an den Beginn des NATO-Krieges gegen Libyen. Welche Interessen haben denn Westmächte an Syrien? Ja, vielleicht darf ich das eben noch kurz voransagen, also Flugverbotszone. Dazu hat zum Beispiel ein militärischer Beobachter gesagt, wieso soll man eine Flugverbotszone ausrufen, da fliegt nichts. Also es gibt keine Hubschrauber, es gibt Hubschrauber, die natürlich Gebiete überwachen, aber es gibt keine Luftangriffe auf irgendwelche Gruppierungen. Die Kämpfe finden alle am Boden statt. Das Interesse des Westens an Syrien ist sehr vielfältig. Es ist militärstrategisch, geostrategisch bedingt, hat sehr viel mit der Situation von Israel zu tun. Die engen Beziehungen Europas und vor allen Dingen der USA mit Israel in der Region soll stabilisiert, abgesichert werden. Man weiß nicht genau, was sich in den Ländern des sogenannten arabischen Frühlings entwickelt. Und so will man also in Syrien auf jeden Fall mitbestimmen, die Kontrolle übernehmen für einen möglichen Wandel. Denn Syrien ist als Brücke zwischen der Türkei und der arabischen Welt, zwischen dem Mittelmeerraum, Irak und Iran im Osten, eigentlich ein Land, das Stabilität braucht, um eben als Vermittler zwischen diesen verschiedenen Regionen agieren zu können. Und man muss sagen, seit der junge Präsident Assad an die Macht gekommen ist, hat der Westen versucht, verschiedene Wege versucht, Syrien sozusagen in das westliche Lager zu ziehen. Man hat ihn gedroht, wie auch dem Irak zum Beispiel, dass man eine militärische Intervention dort überlegt. Großbritannien hat offen darüber nachgedacht, nach dem Irakkrieg auch in Syrien einzumarschieren. Dem hat der Assad stattgehalten. Und dann hat man später versucht, durch eine Öffnung Syriens, einen Umbau des Wirtschaftssystems in Syrien mit Unterstützung, finanzieller Unterstützung und eine engere Anbindung an die Europäische Union einzuleiten, so dass man es einmal mit Konfrontation, einmal mit Umarmungsstrategie versucht hat. Syrien hat auf die Umarmungsstrategie sehr positiv reagiert. Das heißt, die Öffnung nach Europa hin hat Assad sehr gerne wahrgenommen, auch die Bevölkerung. Aber gleichzeitig hat er beharrt darauf, dass er die eigene souveräne nationale Politik fortsetzt. Das heißt, eine Partnerschaft mit dem Iran, eine wirtschaftliche und militärstrategische Partnerschaft mit dem Iran und auch die Unterstützung der Palästinenser und der Hisbollah im Libanon. Also das ist etwas, auf dem Syrien bisher bestanden hat
und was man vom Westen her auflösen möchte. Welche Rolle spielt die Arabische Liga dabei? Die Arabische Liga ist ein sehr schwieriges Gremium. Dort sind 22 arabische Länder zusammengefasst. Aber sie sind eigentlich, es ist ein schwaches Gremium. Dieser Zusammenschluss der arabischen Staaten war politisch nie besonders erfolgreich. Die Arabische Liga entstand nach der Gründung Israels, um das Recht der Palästinenser auf ihr Land, auf einen eigenen Staat zu vertreten, international zu vertreten, auch bei den Vereinten Nationen. Aber das hat eigentlich, haben die arabischen Staaten nicht wirklich erfolgreich umgesetzt. Wenn man sich denn die Situation der Palästinenser heute ansieht, das spricht für sich. Es ist dann dazu gekommen, dass es also Konflikte innerhalb der Arabischen Liga gab, weil einige Staaten sich sehr stark an die USA und an Europa angelehnt haben, während andere Staaten mehr eine arabisch-nationale Position vertreten hat. Die Konfliktlinie verlief vor allen Dingen zwischen Syrien und Saudi-Arabien, also Syrien als arabischer nationaler Staat, Saudi-Arabien als enger Bündnispartner der USA. Und sie verlief zwischen dem Irak und Ägypten. Das heißt, man hatte also diese vier Schwergewichte in der arabischen Welt, Saudi-Arabien und Ägypten auf der einen Seite als Partner des Westens, Irak und Syrien auf der anderen Seite als arabisch-nationale Staaten, die den beiden anderen gegenüberstanden. Und diese Konfliktlinie hat sich also über die Kriege jetzt in den letzten 10, 15 Jahren fortgesetzt. Der Irak ist zerstört worden als Staat durch die Intervention unter der Führung der USA. Und Syrien hat sozusagen eine Einzelposition in der Arabischen Liga gehabt und war immer sehr kritisch gegenüber der Haltung oder der Nicht-Einmischung der Arabischen Liga, wenn es darum ging, also wirklich arabische Interessen zu vertreten. Inzwischen ist es so, dass dieses Gremium sehr stark dominiert wird von den Golfstaaten, von Saudi-Arabien und von Katar. Und mittlerweile spielt Katar eine sehr hervorgehobene Rolle, sowohl bei der Invasion in Libyen als auch jetzt gegenüber Syrien. So dass man sagen muss, dass also die Arabische Liga in gewisser Weise ein Instrument geworden ist der westlichen Interessen in der arabischen Welt. Das ist auch das, was Syrien sagt. Aber man muss sagen, dass tatsächlich die Arabische Liga also ein sehr schwaches Gremium ist, um arabische Interessen wirklich zu vertreten. Wohin treibt Syrien? Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Viele befürchten einen Bürgerkrieg, der meines Erachtens in gewisser Weise schon stattfindet. Viele befürchten eine militärische Intervention oder Invasion aus dem Ausland. In gewisser Weise findet auch die schon statt. Man findet also ausländische Geldgeber für bewaffnete Kräfte innerhalb Syriens. Einer meiner Gesprächspartner hat die Situation in Syrien dargestellt als das, was wir Anfang, Mitte der 80er Jahre in Lateinamerika gekannt haben. Also er spricht von einem Krieg niedriger Intensität, Low Intensity Warfare, um Syrien zu destabilisieren. Dazu tragen auch die Sanktionen bei, also die sowohl von den europäischen Staaten als auch von der USA verhängt worden sind und wohl auch von arabischen Staaten verhängt werden sollen. Das Land weiter zu isolieren, international und innerhalb des Landes eben zu destabilisieren, damit das Regime fällt. Langsam, aber sicher. Und sich eine wirkliche politische Alternative innerhalb des Landes nicht wirklich
einen Weg verschaffen kann, um dort einen Machtwechsel auf friedliche Weise herzustellen. Ein Beobachter hat auch gesagt, die ausländische Einmischung richtet sich eigentlich weniger gegen das Regime als gegen fortschrittliche syrisch-arabisch-nationale Kräfte, die eine Veränderung im Land wollen, aber nach ihren eigenen Vorstellungen. Na, und dass also diese interne und innere Opposition nicht wirklich stark genug ist, um den Einfluss aus dem Ausland, auch aus den westlichen Staaten, zurückzuhalten. Karin Rückefeld, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.